Ja, das ist sehr entspannt. Nur, nur diesen Drang, diesen Fallschirm mal zu klappen. Ohne das Wasser unter hier ist. Und ganz ehrlich, was das an Weg und Zeit spart, ne? Wer hätte das gedacht? Eine Metallblume. Diese Ranken blockieren den Weg in den Turm. Ja, gut, dass ich jetzt erst hier hingehe. Wäre ich ja gar nicht in den Turm reingekommen. Hey, Krimskrams. Ja, überall, wo die Blumen sind, ne, sind auch diese komischen blauen Leuchterdinger. So innerlich, ne? So dieses Gefühl von Aufregung wegen Eloy immer mehr ansteigt. Bin ich jetzt hier irgendwo hoch oder runter? Jetzt runter? Leute, was haltet ihr davon, wenn wir alle mal ein Liedchen singen, ne? Think you I feel pretty? Oh mein Gott, das will doch nicht so ein furchtbares Lied schon. Ach so. Was meinst du? Muli. Ich habe Muli halt verstanden. Hier gibt es sogar einen hinteren Weg. Signalgerät. Hier sollte eine Linse sein. Noch eine Linse. Rainer will sicher handeln. Rainer will jedem nur am Arsch vorbei. Alle meine Entchen? Ernsthaft? Mein Lied. Das ist ein Zustand. Ich kenne da angenehmere Lieder. Wie eine Maya-Songtexte. Heule schöner Götterfunkel. Irgendwie wieder lang gemogelt, ne? Hier
hier gibt es was zum Abseilen. Das finde ich schon mal schön. Ding sieht da hinten schon wieder aus wie so ein... Mal bitte ohne Ohrwurm. Komm mit mir ins Abenteuer, ne? Oben auf der Klippe steht ein alter Wachturm. Da oben könnte ich eine Linse für Rainer finden. Was machen wir die letzten 5 Minuten? So scheiß Linsen suchen. Anscheinend ist der Pfad schon lange zerstört. Ich muss wohl klettern. Ohrwürmer sind doch immer so schön. Wieso kannst du den Eintritt nicht bezahlen? Hast du deinen Verstand schon verkauft? Noch nie einen besessen. Das ist für später. Müssen Männer mit Bärten sein. Weil ich finde mehr als Ohrwurm von Santiano Wasser. Brauchen Wasser. Weil sich es halt so ständig permanent wiederholt, ne? Kenne ich nämlich auswendig. Gott, muss ein Seemann sein. Ja, Santiano ist schon geil. Was auch noch ein geiles Lied ist, Take On Me von A-ha. Geschafft. Und da ist das Signalgerät. Okay, das war dann wohl so, die letzte jetzt Linse. Haben wir alle 6. Ich sollte mit Rain... Interessiert mich nicht. Inschenskina ist... Wo ist sie? In welchem? Irgendwo hatte ich den... Ah, da unten. Da ist das. Kurz gucken, habe ich hier irgendwo... Ja. Da handeln, wenn ich wieder in Fahrlicht bin. Aber Wellerman ist auch derzeit so ein Ohrwurm, ne? Ach, nach unten. Vögel scheißen uns immer gerne auf den Köpfen. Das ist, wenn man jetzt mal so einen Vogelball rüberfliegen auf den Kopf scheißt. Nein, ich will mich nicht hinsetzen. Ich will eine Schnellreise machen.
Nee, ganz ehrlich, wenn Kühe fliegen könnten, ne, und auf einen Kopf scheißen, alter Falter. Ja, die sind aber leichter abzuschießen im Flug. So, wo ist Nagato? Ich wette 50 Scherben, dass wenn's frisch ist, läuft's noch runter. Ja. König Abad hat doch einen Friedensabkommen. Oder was auch noch ein Obenrum ist, tausendmal probiert. Mit halb so vielen Leuten wie wir den roten Rauch zu. Ist es das, was ich glaube? Jetzt hast du alle Linsen. Mein Paps wäre traurig, dass sie die Türme abreißen. Und froh, dass die Linsen gerettet wurden. Ich danke dir, Aloy. Oh, hier. Das ist für dich. Das war doch wirklich eine gewinnbringende Sache für uns beide. Und was hast du jetzt vor? Ich kehre damit zum Anrecht zurück. Dem Knöchel geht's besser und ich vermisse den Ruß in der Luft. Hoffen wir, dass du unterwegs nicht noch mehr gute Chancen witterst. Ich verspreche lieber nichts. Viel Glück, Aloy. Bist du bereit? Wir brauchen noch die letzten Vorräte. Grünglanz, Bronzebarren, Metallscherben. Keine Ahnung, ich könnte noch mal Farbe. Wow. Ja, mach das. Unvorbereitet loszuziehen, schreit geradezu nach einem Pfeil. Ja, was macht gerade Zocko, Wankenzähler? Oh, so ein Rohwurm. Wobei, We Are Live in a Yellow Submarine ist auch so eins. Oh, wenn man die Zeit hier verlangsamt, weil man die Pfeile herstellt und ihr seid da am Werkel, ne, hört sich das komisch an. Ja, dann haben wir das auch mal aufgeräumt. Stiftet so ein bisschen Seelenfrieden. Ist das hier so ein Zeichen. Aha. Das haben wir erledigt. Aber nicht so da im Feuer steht. Oh. Echt die 2-3 Meter da. Meine ich mal. Suchst du eine echte Herr? Eloy. Mike, geht es von alleine weiter? Mal musst du drücken, ne? Drück mich ganz fest. Wir haben die gleichen Feinde. Möge deine Klinge schlagen. Ich hab dir aber ganz schön aufgeräumt. Mögen die 10 dich leiten. Guten Tag. Das kann wahr sein. Stellen die Kiste denn da hin, bitte? Ach, da hat jemand seine Schlüssel versteckt. Oder?
Oh, ich muss aber sagen, eingelegte Schnitzel, weil es war keine normale Schnitzelstadt. Eine normale Schnitzel kann jeder. Hier ist ein weiteres Ortungssignal für eine Aufnahme. Pilzen ist es ja meistens das Panierte. Da ist der Schnee. Das war ein Schweine-Minuten-Steak. Sieht sehr schräg hier aus. Ganz ehrlich, wenn das System euch gehackt hat, sagt es bestimmt nicht hochziehen. Kontrolliert und ist zum Absturz gebracht. Aufhalten, draufhalten, draufhalten. Okay, das war das. Und die Kiste dort auch noch eingesammelt. Ist ja eine Metallblume. Hat mir denn keiner gesagt, dass da noch eine Metallblume ist? Solltet ihr euch an. Ach, der scheiß Schlange so aus dem Ding. Aber wenigstens da alles. Nur die blöde Viper, ey. Wer hat diese Schlange eigentlich? Einer von den Programmierern. War bestimmt zum Ketzer. Aber was hatte ich jetzt gelesen gehabt? Die Story von God of War. Soll von den Nebenstories hier 40 Stunden betragen. Also von den ganzen Nebenquests. Und von der Handlung 20 Stunden waren das, glaube ich. Ja, also es soll irgendwie genauso lang sein wie der erste Teil. Also die Zahlen stimmen da irgendwie nicht alle ganz, was ich da mitbekommen habe. Aber es soll entweder so genauso lang sein wie God of War, aber mehr Punkt auf die Nebenquests statt auf die Hauptmissionen, weil die soll eigentlich relativ schnell gehen und ja, das sind alles bis jetzt gerade nur so Gerüchte. Och, ich habe mich doch gar nicht angegriffen oder sonstiges, das nervt mich. Ich kann ich nämlich sonst nicht bohren. Sie wird eine Zeitschrift. Die sie mit der Kuppel an der Basis verbinden, wenn ich ihre Daten hätte.
das irgendwo eine Höhle? Was ist hier drin? Eine scheiß fucking Höhle hier? Ah, ich sehe sie. Die Drohne, was willst du jetzt davon mal, um runterzukommen? Ein Mädchen? Naja, du fängst gerade erst an. Willst beenden. Verdammt! Hey, hier ist eine Bum-Bum-Blume. Jetzt hier nochmal her? Da muss ich vielleicht lieber höher. Die Dinger weiß man ja nie. Das ist echt nicht wahr. Was ist immer mit Eloy? Fest. Die Leute gehen in die Ecke und stirbt. Komm zurück, Scanner. Los. Schöner lang und dann naja, doch noch so einen kleinen Weg vor sich, aber immerhin das hier nebenbei noch.
Und hoffe ich in die richtige. Ja. Hör auf, mir diesen Scheiß anzuzeigen. Bei mir? Ja, stimmt, genau. So, muss ich noch nicht mal weit laufen? Um einen Scanner zu kommen.